Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher. Oh, wir haben hier sehr viel. Was ist das denn? Okay. Okay, das ist halt alles im Sumpf, was ich jetzt machen muss. Und das muss ich erstmal mit meinen Freunden besprechen, weil hier nicht die Strie war. Wie kann ich ihn zu meinen Freunden zurück? Muss ich... Nee. Ach du Scheiße, wie kam ich denn... hier hinten rum? Schmiede, Tor zum Deich. Da lang. Da oben. Es ist Tor zum Deich, alles klar. Gut, ja, da berate ich mich erstmal mit meinen Freunden. Ich will halt, wie gesagt, Scheiße. Turm des Metzgers, Loch in der Mauer. Wie komme ich in den Sumpf? Ich glaube, ich muss erst das hier machen, oder? Okay, ich will so schnell wie möglich das mit der Striege durchmachen, ne, damit ich da nichts verkacken kann. Das ist mir sehr wichtig. Was ist mit der Striege passiert? Falscher Alarm. Ein Mutant hat die Soldaten angegriffen. Braucht ihr Hilfe? Nicht mehr als jeder andere. Lasst mich entscheiden. Shani. Ihr scheint wohlauf zu sein. Habt ihr keine Angst, dass die Ritter des Ordens oder die Elfen auftauchen könnten? Beide denken doch, ihr versorgt den Feind. Für mich sind das keine Feinde, nur Verwundete. In diesem Krankenhaus unterscheiden wir nicht zwischen Völkern und politischen Standpunkten. Das habe ich in Brenner gelernt. Rotschopf hat dort Nilfgaarder und auch unsere Leute behandelt. Einen Patienten hat er sogar mit seinem Körper geschützt, als Elfen kamen. Hoffentlich habe ich auch den Mut, meine Patienten zu beschützen. Ich bin sicher, das werdet ihr. Allerdings wäre es mir lieber, ihr würdet fliehen. Schön zu hören. Warum erzählt ihr mir das alles? Was war das für ein Geräusch? Ist hier nicht Siegfried und Paul? Verteidigt euch! Achte, ich liebe mich. Ewiges Feuer! Ein Terroristenversteck! Auf sie! Seid ihr blind? Das ist ein Krankenhaus und kein Versteck. Wer Eichhörnchen hilft, begeht Hochverrat. Beugt euer Haupt vor dem ewigen Feuer. Beichtet eure Sünden, dann bleibt euch die Folter vielleicht erspart. Habt ihr nicht etwas vergessen? Lasst eure teuflischen Tricks, Missgeburt. Das ewige Feuer beschützt unsere Seelen vor dreckiger Magie. Kann es euch auch vor einem Hexerschwert beschützen? Tötet die Anderlinge. Lasst das rothaarige Weib am Leben. Muss die Verwundeten gegen die Ritter des Ordens verteidigen. Was? Das Feuer schützt euch vor Magie? Da habe ich was anderes gehört. So, und dann haben wir hier noch einen. Den zünd ich mal eben an. Puff. Haben wir hier hinten noch ein paar von den Fanatikern. Die zünd ich auch mal alle an. Also, ja. Sie wollten die Verwundeten abschlachten. Wie kann man nur so tief sinken? Ich habe in der Stadt Schlimmeres gesehen. Danke. Im Namen aller Patienten. Die dürften euch nicht mehr behelligen. Auf bald. Leb wohl.
Ja, das sind halt diese Fanatiker, ne? Fanatismus ist eine schlimme Sache. Gerade noch rechtzeitig, Gwynplaine. Der Spaß fängt gleich an. Meiner hat bereits angefangen. Raus hier. Wir haben Informationen, dass Terroristen im alten Rathaus Unterschlupf gesucht haben. Haltet euch da raus, Hexer. Zu spät. Ich wiederhole, geht fort. Wir verhaften das Elfenweib und stürmen das alte Rathaus. Ihr werdet nichts dergleichen tun. Dann führt einen ehrenhaften Kampf, Zauberer. Nur Stahl, keine Magie. Ihr sprecht von Ehre? Noch vor einer Sekunde wolltet ihr zu sechst eine einzelne Frau angreifen. Ihr habt doch nicht die geringste Ahnung, was Ehre ist. Tötet sie! Ich muss Toru dir helfen. Nochmal so. Und dann einmal so. Und einmal so. Danke, Hexer. Ihr habt mir das Leben gerettet. Kommt, suchen wir ein stilles Plätzchen zum Reden. Zum Reden natürlich. Es ist nicht mehr weit. Wir müssen die Barrikaden von der Weißen Reila zurückerobern. Das wird nicht einfach. Die Ritter erlitten hohe Verluste im Kampf und bekommen keine Verstärkung. Wenn wir die Weiße Reila besiegen, gehört Vizima uns. Ich muss mit Toruwil reden. Endlich eine Atempause. Ich war mir sicher, wir würden uns wiedersehen. Warum seid ihr zurückgekehrt? Ich dachte, ihr hättet genug vom Krieg. Schon, aber ich konnte meine Brüder doch nicht allein sterben lassen. Das konnte ich einfach nicht. Ich verstehe. Mir ist klar geworden, dass ich dem Krieg nicht entfliehen kann. Yevin ist ein guter Anführer. Stark, charismatisch. Dies ist unsere Chance, die Geschichte zu verändern. Wie hätte ich da fliehen können? Toruwil. Was gibt's? Warum starrt ihr mich so an? Ich habe mir nur gedacht... Ihr denkt, ich... Unglaublich. Ihr denkt, ich würde unter diesen Umständen... Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Und da denkt ihr an Sex? Ach, was soll's. Zieht euch aus. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ey, warum nicht? Ne? Ein Moment der Atempause. So, wir greifen die Barrikade an, die letzte Verteidigungslinie. Okay. Oh, wow. Wundresistenz, Vitalität plus 20%. Das ist ja... Aber ich nehme lieber das hier mit. Davon verursacht eine Erschwörung, Lähmresistenz. So oft, wie ich gelähmt wurde. Wirken nur, wenn ich vergiftet wurde. Zu wenig Vitalität. Und das sind Vorbereitungen auf was Späteres. So, hier habe ich alle Bronzetalente durch, ne? Ja. Dann machen wir hier die nächsten Bronzetalente. Ah, und... Ah, was wollte ich mir noch machen? Was ist Dagonsaft nochmal? Mach ich? Halt, was war das hier? Macht versteckte Gegner sichtbar? Kikimornzorn. Mariborwald. Okay.
Okay. Das ist alles in Vorbereitung auf was Späteres. So. Warte mal. Halt, scheiße. Schwalbe, das war's, was ich brauchte. Ich habe keinen Akku mehr, verdammt. Weil ich mir eine weiße Möwe hergestellt habe. Okay. Dann meditieren wir mal ein Weilchen. Und sollten auch mal wieder speichern. Elfenschwert aus den blauen Bergen. Mhm. Ja, mal Schaden minus 30. Entwaffnen 60. Präzision 30. Das ist ja voll der Müll. Haben wir hier im Schrank? Nur eine Fackel. Oh, sind alle weg. Ich nehme jetzt nur noch Alkohol mit. Tafelwasser. Okay, ich habe zu viel Müll im Inventar übrigens. Wisst ihr, warum Toroviel zurückgekehrt ist? Ich kann es mir denken. Sie ist zurückgekehrt, weil ihr ihr in Trübwasser geholfen habt. Sie sagte mir, dass sie Yevon nicht verlassen kann, als sie euch für ihre Sache kämpfen sah. Seit ihrer Rückkehr ist er ein besserer Anführer. Vielleicht siegen wir. Wir? Auch ihr habt euch verändert. Zeit für Entscheidung. Ein Wendepunkt. Ich hätte mich raushalten können, aber man kann nicht immer nur daneben stehen. In Trübwasser haben die Skoyatel neue Stärke gezeigt. Ich habe es in Torovils Augen gesehen. Selbst der alte Sultan Chivai spricht von Hoffnung, vom Sieg. Ich hoffe nur, der Preis ist nicht zu hoch. Durchbrechen wir die Barrikade und machen wir die Straße für die Flüchtlinge frei. Sie sieht ziemlich solide aus. Was schlagt ihr vor? Einen Frontalangriff. Genial. Wir sind wie Polartiger, schnell und gnadenlos. Oh, bitte lasst es. Ist das nicht der Paarungsruf? Nicht vorm Kampf nochmal einscheißen sollten, bitte. Ist die richtige... Ja. Dann muss ich hier geradeaus und rechts rum. So, einmal alles anzünden. Das war hart. Nö. Doroviel muss an der linken Flanke sein. Wir müssen zu ihr durchbrechen. Seid ihr hier, um zu sterben? Ich bin hier, um euch den Arsch zu retten. Für den Großmeister. Scheiße, wie komme ich denn da jetzt durch? Ich muss zurück, oder? Dass ich die Überreste nicht mehr plündere, habe ich glaube auch schon gesagt, oder? Weil...
Oh. Und zack. Wie komme ich da jetzt hin? Hä? Muss ich jetzt durch den Turm hier gehen oder was? Ja, da komme ich auch nicht. Warte. Da links lang kann ich. Hä? Zu Kalksteins Labor. Ja, da will ich aber nicht hin. Keine Zweifel. Ich muss irgendwie zu Toro wiederkommen. Ja? Seid ihr hier, um zu sterben? Ah, Barrikade. Okay, gefunden. Für den Großmeister. So, einmal alles anzünden. Dich noch an. So. Es ist schön, euch zu sehen. Hört zu, Yevin plant etwas. Wir starten einen Frontalangriff. Lenken Sie ab. Dann hat er eine Chance. Ihr hört euch wie Sultan an. Wir starten einen Frontalangriff, ja genau. Ein Angriff auf die Fontanelle. Das sieht mir nicht frontal aus, das sieht mir eher von der Seite aus. Na gut, lassen wir das. Ich dachte, da kommen gerade zwei Wölfe an, aber es sind Armbrustschützen. Na? Oh nein. Ich habe Single Target ausgerüstet. Dass Geralt manchmal nicht anfängt zu casten, ist halt so nervig. Okay. Bleibt stehen, wo ihr seid. Verdammt, ich dachte fast, sie würde wieder aufstehen. Der zweite Pfeil durchbohrte ihr Herz. Sie hatte keine Chance.
Und dabei hieß es immer, die weiße Reiler habe kein Herz. Gehen wir. Weiter vorne ist es sicherer. Laden. Friedhof im Sumpf. Ah, schön, wir sind im Sumpf. Endlich sind wir raus aus dieser Hölle. Unsere Freunde müssten in Sicherheit sein. Vorsicht, Ungeheuer! Lockt sie von den Flüchtlingen weg. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Auch wenn es der Sumpf ist, du solltest hier nicht einscheißen. Gut, damit bedanke ich mich erstmal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.